Jeden Tag versuchen Migrantinnen und Migranten übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. In diesem Jahr so wie viele wie schon lange nicht mehr. Aber der Weg in oft sehr klapprigen Booten übers Meer ist lebensgefährlich. Allein in diesem Jahr sind dabei über 2500 Menschen vermisst oder gestorben. Das ist vielleicht erstmal eine abstrakte Zahl und nur schwer zu greifen, aber es stecken eben echte Menschen dahinter. Eine Münsteraner Gruppe will mit der sogenannten Liste der Toten darauf aufmerksam machen. 60 Meter sind es inzwischen. Über 52.000 Namen seit 2015. Von Menschen. Ihr Todeszeitpunkt, ihre Todesursache und der Ort, falls bekannt. Denn vieles ist oft nicht bekannt über die, die nach Europa wollten, aber nie ankamen. Eine Gruppe aus Münster will aufklären. Dass das nichts ist, wo wir sagen können, ach, da schauen wir mal weg, sondern es ist etwas, was mitten unter uns liegt. Wir legen es hier in Münster aus. Diese Menschen sind an dem Ort, wo sie hin wollten, aber sie konnten nicht kommen. Sie sind gestorben. Sie sagen, was Menschen auf der Flucht erleben, wie sie sterben, das kann man in den täglichen Nachrichten schwer nachfühlen. Für eine anonyme Masse wirklich Empathie empfinden, sei kaum möglich. Aber die einzelnen Namen machen aus der Masse Menschen und ihre Geschichten, so wie die von Hamed. Ich könnte eine von denen sein. Ich bin froh, dass ich es nach Deutschland geschafft habe. Aber wenn ich das sehe, finde ich das furchtbar, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Hamed Al-Hamed floh 2015 von Syrien in die Türkei. Nach Deals mit Schleusern sollte es über das Mittelmeer nach Griechenland gehen, ohne dass er wusste, ob er da jemals ankommt. Wir wissen gar nicht, wie dieses Boot überhaupt aussieht oder wie viele Menschen da mit uns gepackt werden. Die Aussage war immer wieder, dass die Boote ganz sicher sind und dass wir in einer halben Stunde maximal in Griechenland sind. Am Ende waren es viele Stunden auf dem offenen Meer, die längste Nacht seines Lebens. Ich hatte Angst, natürlich sehr viel Angst. Und vor allem die Kinder haben mir auch noch mehr Angst gemacht, weil sie die ganze Zeit geschrien haben, geweint haben. Und weil die das organisiert haben, angefangen haben, auch zu schreien und die ganze Zeit wütend sein. Sie haben angefangen, auch Menschen zu schlagen. Aber sein Boot schaffte es am Ende bis nach Europa. Eine einzelne Fluchtgeschichte von Millionen, eine, die gut ausging. Heute berichtet Hamed zusammen mit anderen aus der Gruppe über seine Flucht. Ich finde es auch wichtig, dass so viele wie möglich davon erfahren können, weil das erstens kein sicherer Weg ist und zweitens keine schöne Sache ist. Und trotz der Gefahren, die Liste der Toten wird von Woche zu Woche länger. 26.05. Ja, und ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen, ist wichtig. Und das macht seit 2018 in Münster auch das Aktionsbündnis Seebrücke. Das Bündnis besteht aus verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen, die sich für die Rechte von in Seenot geratenen Schutzsuchenden einsetzen. Und vom Aktionsbündnis Seebrücke ist jetzt Jonas Erolo bei mir. Schön, dass Sie da sind. Herr Erolo, können Sie noch mal einmal sagen, das Aktionsbündnis Seebrücke, wie genau helfen Sie den Menschen auf der Flucht? Natürlich geht es an erster Stelle um die Unterstützung von Seenotrettung. Wie funktioniert diese Unterstützung? Seenotrettung ist tatsächlich eine, man könnte sagen, ein politischer Aktivismus. Es beginnt damit, dass man das Minimalste macht. Menschenleben rettet, Menschen, die in Not geraten sind. Aber dass das passiert, ist politisch gewollt durch das europäische Abschottungssystem, Grenzregime, das halt zu einer tödlichen Abschottung führt. Deshalb ist die Unterstützung von Seenotrettung eine politische Frage. Und genau diese Dimension zu entfalten vor Ort ist meines Erachtens die Aufgabe von Seenotrettung. Das heißt, auf die unterschiedlichen Dimensionen des EU-Abschottungssystems aufmerksam zu machen und sich dafür einzusetzen, dass diese systematische und den Tod von Menschen in Kauf nehmende Weise, Menschen von Europa fernzuhalten, ein Ende findet.
Jetzt ist es ja auch so, dass sich die Routen immer wieder verändern, hat auch was damit zu tun, dass zum Beispiel, Sie haben es gerade angesprochen, Europa die Außengrenzen ja mehr oder strenger überwachen will. Wird das für die Menschen jetzt noch riskanter, für die Menschen auf der Flucht? Ja, klar. Und es geht nicht nur darum, dass die Außengrenzen strenger überwacht werden, militarisiert überwacht werden, auch durch nach europäischem Recht, also durch illegale Systeme wie Pushbacks, also Zurückdrängung und Gewalt, etwa der Frontex-Agentur, die eben auch außerhalb des Rechts fällt, sondern man versucht, die Grenzen zu externalisieren. Mhm. Das heißt, die Drecksarbeit soll anderswo passieren, durch eben Kooperation mit Staaten, oft von auch Diktatoren geleitet, die dann Milizen einsetzen, die nicht vor Folter und sehr expliziter Gewalt eben absehen, diese eben bewusste benutzen. Und das bekommt man dann nicht mit. Das ist dann eine Arbeit, die andere erledigen. Das gehört aber zu dem, was halt politisch hier gewollt wird. Ja, da hört man ja auch immer wieder Schreckensmeldungen, zum Beispiel in Libyen, dass es den Menschen da vor Ort, bevor sie aufbrechen nach Europa, dass es ihnen da einfach sehr schlecht geht. Oder auch in Tunesien, da sind Menschen mal in die Wüste geschickt worden. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Herzlichen Dank. Es ist ein großes Thema und wir haben nur einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen können. Danke, dass Sie heute Abend hier waren bei uns.